So, ich habe mir mal wieder mein Concertina-Sketchbook genommen, in dem ich schon lange nicht mehr gearbeitet habe und habe, ja, gestern ziemlich wild Hintergrund produziert. Ich möchte mich mit dem Thema mehr beschäftigen, deswegen habe ich mich farblich auf so ein Blau-Grün kombiniert mit Schwarz und Weiß etwas beschränkt und habe über mehrere Blätter, über mehrere Seiten einfach Farbe verteilt. Ich bin mit Pastellkreide dran gegangen, ich bin mit Acrylfarbe dran gegangen, ich habe sie auf Folie gemalt und drauf gedruckt, ich habe mit so einem Netz gearbeitet, ich habe den Pinsel drauf geklatscht, gespritzt, gekratzt, einfach um erstmal einen Hintergrund zu schaffen, der natürlich jetzt erstmal sehr unruhig ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie arbeite ich daran weiter? Ich möchte ganz gerne Collage integrieren und dazu habe ich mir ein paar Blätter Collagepapier gemacht. Und zwar habe ich dazu Butterbrotpapier verwendet, weil es durchscheinend ist und habe einmal mit Schwarz verschiedene Sachen produziert. Das ist so ein bisschen wie beim Abklatschen. Kringel. Wellen und sowas hier auch in Weiß, das kann man jetzt ein bisschen schlecht erkennen vor dem hellen Hintergrund. Und ich möchte ausprobieren, wie es wirkt, wenn man diese Blätter hier, davon Stücke hier rein kollagiert, weil ich den Effekt noch nicht kenne, wie sehr sich das durchscheinende Butterbrotpapier, wie sehr man das hinterher noch sieht oder wie sehr es in den Hintergrund tritt. Ich nehme also jetzt erstmal aus den verschiedenen Blättern, reiße ich mir Stücke raus und klebe die an Stellen, die mir gefallen, mit Acrylbinder ein. Ich streiche also Acrylbinder unten drunter, oben drüber und dann krümpelt das Papier ein bisschen, weil es die Feuchtigkeit aufnimmt und das streiche ich mit einer alten Karte glatt. Dabei drückt sich auch noch ein bisschen von dem Acrylbinder dann unter dem Papier raus. Ich versuche auf die Weise so wenig wie möglich von diesem Binder zu benutzen und nach setze ich also nun an verschiedenen Stellen Elemente auf. Ich mache das mal mit dem Weißen, mal mit dem Schwarzen. Ich möchte ein paar Streifen zum Beispiel integrieren. Die setze ich hier mit rein. Das ist im Moment alles ganz random, hätte ich fast gesagt. Also es ist fast zufällig. Ich mache das so, wie mir das gefällt, ohne jetzt einen intensiven Plan zu haben. Es geht immer noch darum, dieses doch schon recht lebhafte noch etwas anzureichern mit anderen Elementen. Und dann wird hinterher wieder ein Schritt kommen, das Ganze zu beruhigen und zu integrieren. Soweit, soweit, so schön. Jetzt stelle ich das alles ein bisschen auf, dass es in Ruhe trocknen kann. Und danach werden wir dann weitersehen. Ja, jetzt ist inzwischen die Collageteile sind trocken. Teilweise, je nachdem wie der Untergrund ist, sieht man das Papier noch stark. An anderen Stellen, zum Beispiel hier, fällt es gar nicht so stark auf. Ich finde es ganz schön. Es ist vor allen Dingen dünn und es trägt nicht so auf, sage ich mal. Bevor ich anfange, das Ganze ein bisschen noch mehr einzubinden, möchte ich ein bisschen Kontrast wiederum noch reinbringen. Mir fehlt hier eine Komplementärfarbe. Ich arbeite hier mit solchen Türkis-Blautönen und da macht sich als Gegenteil ein Orange ganz gut. Und ich möchte jetzt einfach an ein paar Stellen ein bisschen Orange reinbringen. Ich arbeite auch jetzt wieder ganz intuitiv mit Kringeln, mit ein bisschen Kratzen und vor allen Dingen mit Linien, die ich einziehe, ohne mir da viel bei zu denken. Es geht einfach darum, die Farbe möglichst auf allen Blättern ein wenig zu ergänzen, dass man überall etwas von dem Orange findet. Was davon bleiben wird, zeigt sich dann später. Okay, das sollte mit dem Orange eigentlich genügen.
So, ich möchte ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe zwischendurch nach den Collagen vom letzten Mal, habe ich mit dem Phthaloblau, mit dem ich gearbeitet habe, und mit einer Mischung aus Phthaloblau und Zitronengelb, habe ich Lasuren über das ganze, die ganzen Seiten gewischt, bisschen gemischt das Ganze. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich diese helleren Flächen von den Collagen nicht in der Form stehen haben wollte. Ich wollte das Ganze ein bisschen einbinden. Außerdem war auch noch zu viel Weiß vom Papier unten drunter da, das wollte ich auch weghaben. Ich habe einen Lappen genommen, ein bisschen Farbe drauf und habe das dann eingewischt. Und jetzt möchte ich anfangen, ein bisschen zu klären sozusagen. Ich möchte sehen, was mir davon gefällt, was ich stehen lassen möchte und was verschwinden soll. Das Ganze ist ja jetzt viel zu unruhig und ich habe natürlich auch viel zu wenig Kontrast drin. Zuerst arbeite ich mit einem Cremeweiß, das ich letztens schon mal für eine andere Arbeit gemischt habe, mit Weiß und einem Hauch Gelb und etwas Rot. Ich wollte nicht so ein hartes Weiß dafür haben. Ich decke teilweise Flächen ab, die mir zu unruhig sind, gehe dabei auch über die Kanten von dem Collagematerial, arbeite manche Elemente nach und auch hier versuche ich jetzt wieder lose Linien in die ganze Geschichte einzufügen. Immer noch arbeite ich ganz spontan. Es geht mir bei dieser Arbeit einfach nur ums Ausprobieren und um das Erzeugen von Wirkungen und dann zu sehen, was davon möchte ich vielleicht auch für andere Sachen nutzen. Hier decke ich ein Stück Collage ab, die ursprünglich auf dem Blatt drauf war und die mich stört, weil sie in das Ganze nicht reinpasst. Um die hellen Elemente zu bereichern, nutze ich auch wieder Blasenfolie und drucke damit. Das schafft auch Übergänge zwischen den einheitlichen Flächen. Und ich nutze ein Stück Netz mit einem relativ trockenen Pinsel oder streiche Farbe auf Folie, knüttel die so ein bisschen und dann drucke ich damit diese Farbe auf den Untergrund. Das kann man nicht sehr gut kontrollieren, von daher gibt es immer Zufallseffekte und das finde ich also auch ganz spannend. Ja, nachdem ich beim letzten Mal Stopp gedrückt habe, habe ich noch ein bisschen weitergearbeitet. Als es getrocknet war, ich bin nochmal mit einem dunklen Farbton reingegangen, um den Kontrast zu verstärken. Es ist das Phthaloblau mit relativ viel Schwarz. Ich habe also ganz bewusst dunkel und hell verstärkt und ich bin auch nochmal so ein bisschen mit dem Grünton, den ich gemischt hatte, reingegangen. Und dann habe ich mir überlegt, was davon gefällt mir und was mag ich, was möchte ich auch in einem größeren Bild nutzen. Immer wieder sind es diese Kreise gedruckt oder gekringelt oder eben collagiert, die mir gefallen, die ich passend finde. Und solche Bewegungen, die an Wellen erinnern. Ich mag diese netzartigen Strukturen, die passen. Und insgesamt möchte ich sowas Fließendes eigentlich in die Bilder einarbeiten, damit es an Wasser erinnert. Diese allerersten Tuschespuren, die ganz unten drunter waren, die man noch sieht, die finde ich da auch ganz schön. Das Ganze ist relativ dunkel, aber für mich ist das so eine Unterwasserwelt bei unruhigem Wetter. Es ist also kein sonniges Meer, sondern es ist wirklich Sturm und wild und überhaupt. Ich werde jetzt, wie gesagt, hier nicht dran weiterarbeiten, sondern versuchen, das Ganze jetzt auf alten Leinwänden in groß auszuprobieren. Ich weiß, dass dieser Sprung nach groß immer schwierig ist, aber ich werde es einfach probieren.